Hallo, was ab, ganzes Gangster. Ich bin hier in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern in der Nähe von Stuttgart in Nürtingen in dem Pulli von meinem Daddy. Ah, ich liebe es. Und ich habe gedacht, ich zeige euch hier mal so ein bisschen nicht aus, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin echt, sag ich mal, Creative Chaos Künstlerfamilie und bin da auch richtig öko aufgewachsen. Sehr gesund. Ich liebe meine Kindheit. Ich bin sehr dankbar für meine Kindheit. Und ich habe das meiste, was ich kann und lerne, mit so eben, wie man halt auch klar kennt, in der Kindheit mit etabliert. Und dann, wenn man das hier so ein bisschen sieht, dann kann man auch eigentlich ganz gut nachvollziehen, wo das Ganze so herkommt. Und da bin ich echt sehr dankbar dafür, für meine Eltern, für meine Familie, was mir da auch irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Es gibt natürlich überall seine Schattenseiten, will ich gar nicht alles schönreden, mir wurde nicht alles geschenkt, so ist es überhaupt nicht. Ich habe mir sehr, sehr, sehr viel erarbeitet. Aber ich bin einfach so dankbar und möchte ich hier so ein bisschen zeigen, wo vieles wahrscheinlich aus meiner Persönlichkeit herkommt, wie viel sich manche Dinge hier etabliert haben und habe deswegen so ein bisschen mitgefilmt und filme noch so ein bisschen mit und dann mache ich hier so einen Zusammenschnitt und werde euch das hier mal so zeigen. Weil auf jeden Fall kann ich sagen, es war auf jeden Fall sehr gesund. Alles, was es bei vielen erst später gab oder was, sag ich mal, auch so in der pflanzlichen Küche extrem gehypt wird, Hefeflocken, Sauerkraut, irgendwelche Bittertropfen, Spirulina, Guarana, Acerola, Sandan, so diese, wo man sagt, auch Superfoods, aber eigentlich sind es ja auch einfach wirklich zwar eine Superfrucht, aber sie braucht nicht wirklich das Marketing. Sie braucht es teilweise jetzt neu vermarktet zu werden, aber sie ist eben so ein old-fashioned Ding, was man bei meinen Öki-Eltern sieht, das gab's immer. Wirklich, das sind Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich groß geworden bin. Hefeflocken ein bisschen auf die Suppe, aber die Suppe darf nicht zu heiß sein, weil sonst gehen die wertvollen Nährstoffe, Vitamine und Mikroben, Mikroorganismen da drin kaputt. Mein Papa immer so plötzlich kommt der grün entgegen. Ich so, Papa, du bist ganz grün. Ja, ja, das kommt von meinen eigenen Tabletten Spirulina. Ich so, ah, okay, ja. Okay. Rotrunk am Morgen, direkt Chili am Morgen, vertreibt Humor und Sorgen, macht den Darm glücklich, wie das reine natürliche Antibiotika, Kieselerde, Einläufe, also alles, alle die Sachen, das sind Dinge, die aus meiner Kindheit täglich in meinem Alltag, nicht täglich, aber doch Teile davon in meinem Alltag integriert waren. Whole Grains, Öko, Bio. Und dementsprechend ist das jetzt halt auch noch mit drinnen. Auf jeden Fall was, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Nanti! Heute gibt's Linsenbolo und Seitan. Sogar frischen Meerrettich. Ich rede nichts über frischen Meerrettich. Das ist so gut. Und als Vorspeise gibt's man immer, schon immer, so bin ich aufgewachsen, erstmal Salat, das ist die Basis, und dann kommt der Rest. Gelli? Aha. Da ist Familienballer. Ah ja, und mit Hefeflocken bin ich auch aufgewachsen. Hefeflocken gab es auch schon immer. Das hier ist ein Teil meines Kinderzimmers. Ich zeige euch jetzt nicht alles, weil es nicht mehr ganz so ist, wie es mal war. Aber ich habe hier noch so ein bisschen was. Mein Schrank mit meinen Kinderbüchern sogar teilweise noch. Mein Bett, meine Mama ihr Bild. Und da ist mein Balkoni. Mein Balkoni ist echt wunderschön. Man sieht direkt auf den Läufen da hinten. Das ist echt traumhaft hier. Und das absolute Paradies, meine Mama, ihr Atelier. Da malt sie, da gibt sie Künstlerkurse. Das ist ihr Sammelsurium an Kunst. Wer hat denn sowas? Das ist doch wundervoll, oder? Das ist so viel wert. Das ist einfach eine Sammlung von über 60 Jahren. Meine Mama ist jetzt über 60 Jahre und Dinge sind ja hier teilweise noch älter. Meine Mama ist schon an Kunstgeschichten, Büchern sammelt, seitdem sie ein kleines Kind ist. Ja, und das ist ihr Paradies. Das ist das kreative Chaos meiner Mama. So, und hier geht das Ganze weiter. Das ist das kreative Chaos meines Papas. Mein Papa ist nämlich Musiklehrer. Der war in der Schule. Und hier spielt er den ganzen Tag Klavier. Trommel, Leier, Gitarre. Und bei uns ist immer alles ein bisschen etwas unordentlicher. Ganz im Gegensatz zu mir, weil ich bin extrem ordentlich. Ich brauch's extrem ordentlich. Meine Mama eigentlich auch, aber so. Ja, bei mir ist das so, je aufgeräumter es im Außen, desto aufgeräumter im Innen. Deswegen gibt mir das immer ganz viel. Mami ist hier gerade im Kochen. Das gibt es heute. Weißkraut. Und dazu gibt es noch Maultaschen. Eine schnelle Küche. Heute wird es mal schnell gemacht. So, liebe Mamilein, was hast du mir hier gemacht? Zitronensaft mit Wasser. Njam, njam. Und das ist Mamas Müsli. Und bei uns gab es morgens immer schon ein Müsli. Mamilein, was ist in deinem wunderschönen Müsli drin? Oh, tausend leckere Sachen.
Da würden wir gar nicht fertig werden mit dem Video. Kürbiskerne, Mandeln, Ananas, Banane, Apfel, zur Feier des Tages Maracuja, Haferflocken und Zitronen- und Orangensaft. Also immer ganz viel Obst und Saat und Kerne. Und auch das gab es schon immer früher bei uns als Snack. Hatte Mami immer Riegel oder Trockenobst dabei. Deswegen gab es auch eine große Rebellenphase von mir, wo ich das alles nicht mehr gemocht habe. Und zwar ist das hier unser Süßigkeiten-Schrank. Und Riegel gab es immer solche. Solche hatten wir immer mit dabei. Oder die von Rapunzel. Aber die haben wir jetzt nicht mehr. Das ist unser Vasenschrank hier auch. Kreatives Chaos. Wir haben auf jeden Fall Platz für Blumen. Wer uns Blumen schenken will, hier gibt es genügend Vasen. Maracuja, Müsli, Mamichen. Mhm. Das ist echt sehr lecker. So, Einkauf, ganz viele Tomaten. Wir kaufen immer bei den Bioladen ein. Wird dann auch immer dementsprechend teuer, aber das ist uns wert. Ganz viel Gemüse gibt es immer schon. Auch immer Aprikosen. Abführend, wenn man irgendwie Verdauungsprobleme hat oder Verstopfung. Tamari-Soße. Es gibt noch 3 mehr Tüten, aber eine ist noch im Auto. Und eine hole ich, glaube gleich noch. Ah ja, hier habe ich schon mal einen Einkaufszettel. Also es geht, hält sich noch in Grenzen, 66 Euro. Also die Preise sind natürlich schon ganz andere, als wie wenn man jetzt in einem Discounter oder normalen, was heißt normal, ja doch, konventionellen Supermarkt einkauft. Also wie man sieht, sehr viel Gemüse. Mon Amour Vegan. Hab die Mon Amour Vegan entdeckt. Das ist eine Mondschnecke, die schmeckt echt gut. Mit Blätterteig und die ist aber, also die ist nicht so süß, also fast gar nicht süß, also mega lecker. Wie ihr seht, hier gab es auch schon immer Govinda bei uns und zwar kenne ich von meinen Eltern nämlich eigentlich diese Marke und Erdmandeln. Hab die auch schon immer in meiner Ernährung drin. Und früher einfach ins Müsli rein, die macht es so natürlich süß, hat sehr viel Ballaststoffe, ist quasi wie so eine Nuss, aber es ist keine Nuss. Also wenn man eben eine Nussallergie hat, ist das eine sehr gute Alternative. Immer ganz viel Obst bei uns zu Hause, man sieht immer richtig stufft alles. Und im Keller haben wir immer noch deutlich mehr, vor allem Äpfel. Hier geht das Ganze weiter, das ist unsere Obststation Nummer 2. Das heißt, das ist halt immer morgens, essen wir immer so, so viel Obst. Eine ganze Menge Vorrat. Ach, ich liebe das einfach. Kühlschrankcheck, genauso kunterbunt und ungeordnet wie alles andere hier. Aber real life. Wir haben immer eine Gemüsekiste, die kommt einmal im Monat und einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen, ich weiß gar nicht. Und der Rest wird eigentlich alles bei Dance gekauft oder halt beim Edeka. Wie zum Beispiel diese Milch. Die liebt meine Mama. Das ist ihre Lieblingspflanzenalternative, weil sie diesen Milchgeschmack mag. Meine Eltern ernähren sich nicht vegan, aber sehr pflanzlich. Und es gibt ein paar Tofu-Produkte, Lupinenprodukte, Kokos, Sojajoghurt, Eier, Gemüse, 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 Eier und Käse gibt es auch noch irgendwo. Ganz viel Meerrettich, immer, das liebe ich ja auch, das gibt es immer Meerrettich. Das ist hier unser gesundes Maggi quasi, das hatten wir früher mal Kelpamare, ist auch echt mega lecker. Senf ist immer da, frischer Meerrettich, irgendwas, was man schnell zubereiten kann, wie Maultaschen. Ganz wichtig natürlich hier, Schwarzkümmelöl. Wow, es piepst. Mandelmus haben wir eigentlich immer von Rapunzel. Das ist auch das, was das gibt es immer. Damit ist meine Mama aufgewachsen schon. Die hat das irgendwie gesuchtet, als sie Studentin war. Da hat sie das entdeckt und seitdem gibt es das immer. Es hat dann immer so Phasen von braun zu hell und jetzt ist gerade die helle Phase. Ja, yeah, und das ist unser Vorratsschrank. Pasta, Milch, Reis, Whole Grains, Reishi-Kaffee, Öl, Speisestärke, Pudding. Dattelzucker, Nüsse, Saatensamen. Das ist auch so lecker, das liebe ich. Maronen, verzehrfertig. Aber damit kann man richtig coole Desserts machen. Mit so ein paar verzehrfertige Bohnen. Und Kokosmilch natürlich für die Currys. Jetzt werden Gnocchis gemacht. Mit frischem Hafermehl im Mixer gemahlen. Duftet, das Rezept ist in meinem Kochbuch. Also für alle, die sich wundern, warum ich mich so überaus gesund ernähre, gegenüber meinem Papa bin ich gar nichts. Der hat mir jetzt Birkenblätter gegeben. Papa kommt immer auf Birkenblättern rum. Das ist kein Scherz jetzt, auch wenn es eher richtig witzig und so klingt, als ob es gar nicht wahr ist. Aber es ist ernsthaft so. Ich bin ein bisschen bitter, weil der ist schon ein bisschen... Papa, warum esse ich jetzt gerade nochmal Birkenblätter? Klären wir das nochmal. Birkenblätter sind blutreinigend und reinigend. Birkenblätter sind blutreinigend und reinigend. Eingemacht man sie früher, wenn sie ganz frisch sind. Eigentlich im Frühjahr. Und jetzt hat er gerade schon gesagt, und nachher machen wir Brennnessel. Was machen wir nachher? Sahne, Brennnesselsamen. Das wollte ich. Brennnesselsamen. Also wir fangen hier mit Birkenblätter an, dann gibt es Brennnesselsamen. Gerade werden wir schwimmen in den Bürgerseen. Aber das ist schon sehr bitter. Mhm. Ich dachte, ich liebe bitter ab. Das ist nichts gegen
meine Bittertropfen oder sonstiges, die Bittertropfen sind ja auch gar nicht bitter eigentlich. So ist das Leben mit meinen Eltern. Das sind die Birkenblätter und das ist die Birke. Das erkennt man immer an der weißen, am weißen Stamm. So, nachdem ich gerade mit Birkenblättern gefüttert wurde, gibt es jetzt Brennnesselsamen. Immer stark drücken. Wenn man die abpflückt, dann brennen die nicht. Gell, Babi? Und jetzt essen wir das so. Mhm. Und warum essen wir das Brennnesselsamen? Warum? Warum? Ja, sag doch mal, was ist daran jetzt so toll? Brennnesselblätter, Brennnesselsamen. Die ganze Brennnessel ist eine ganz besondere Pflanze. Wachsen immer dort, wo es was umzustrukturieren gibt. Mitschreiben. Wo es etwas gibt, was umzugestalten ist. Und Brennnesseln haben eine riesen Kraft. Na, was denn für eine Kraft? Eine Umwandlungskraft, eine Reinigungskraft. Wie also die transformieren die mich Art. Jetzt? Werde ich jetzt von früher Aschenputtel zu Dornröschen? Nee, bitte. Also früher wurden die Menschen, die das Erste, wenn sie nicht genügend Gemüse hatten, das Erste, was sie gegessen haben, waren kleine Brennnesselblätter. Und Brennnesselsamen isst man bei Erschöpfung. Die Mönche durften nicht so viel davon essen, weil es ist ein aphrodisierendes Mittel. Aphroditikum, nee. Wie heißt es? Ich habe es vergessen, aber wir wissen, anregendes Mittel, das quasi auch die Lust anregt. Ein bisschen so reiben, hört das Brennen aus. Auf, genau. So macht man Brennnessel essbar. Das hat mein Papa mir früher immer gegeben, Leute. Ich bin so einfach aufgewachsen. Guck so. Man konnte nirgends vorbeilaufen, ohne dass ich irgendwas gezeigt bekommen habe. Das ist eigentlich echt ein Luxus. Einfach ein bisschen so. Papa merkt auch immer gar nicht, wenn ich filme, das checkt er immer nicht. Das checkt er einfach nicht. Ja, Papa? Doch. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Okay, jetzt gehen wir. Jeden Morgen 3 so Teelöffel voll, sagt er zu mir. Okay, ich nehme es schon. So viel soll ich essen? Ich habe echt schon so viel gegessen jetzt. Aber anscheinend soll ich noch mehr essen. Und noch heute einfach mal, was mein Papa mir sagt. Weil früher habe ich nie gehört, deswegen höre ich jetzt, gell, Papa? Stimmt übrigens nicht. Boah. Ich will einfach so eine Handvoll geben. Mhm. Müssen wir mal gucken. Die männlichen und die weiblichen. Also, die schmecken süßer, die weißen. Ich habe Dinkelvollkornpasta. Bohnen mit Bohnenkraut, Tomaten, Zwiebeln, Krautsalat. Ja, so sieht das alles aus. Zucchini-Nudeln. Ein Traumi. Das war ein kleiner Einblick in meine Kindheit, beziehungsweise in mein Elternhaus, wie ich so ein bisschen aufgewachsen bin, mein Alltag jetzt in meinem Elternhaus. Vielleicht habt ihr jetzt so eine Idee, wo das Ganze so herkommt. Ich finde es ja immer schwierig. Man kann immer nur so einen kleinen Ausblick zeigen. Aber vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, weil es gibt einfach so viel. Und meine Eltern sind so, die sind so herrlich. Ich liebe sie wirklich. Ich bin so dankbar für meine Eltern und hier aufgewachsen zu sein. Und ich weiß, dass das nicht jeder über sich sagen kann, über seine Kindheit. Und deswegen ist das für mich echt noch mal immer, zeigt mir noch mal mehr, wie viel Dankbarkeit ich da habe und wie viel Liebe für meine Eltern und auch meine Kindheit. Aber wie gesagt, das ist mir nicht alles zugeflogen. Es gibt ja nicht nur meine Eltern, es gibt ja noch viel, viel, viel mehr. Es gab auch einige Herausforderungen. Habt euch lieb und bis zu einem nächsten Video.